Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und morgen werden wir die Firma Drotec in der Nähe von Stuttgart besuchen. Wir haben jetzt uns überlegt, ob wir uns eventuell einen Laser zulegen wollen. Einen Laser zum Beschriften, zum Gravieren. Und wir dachten uns, wir nehmen euch mit auf diesen Termin, damit ihr einfach auch den Eindruck bekommt, um was geht's da? Wie sehen die Laser aus? Was können die? Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Luxiertem Aluminium, da haben wir da hinten diese Wadennarben hier in der Vitrine stehen. Das ist zum Beispiel mit Beinstrahlwellen möglich. Können wir sowohl mit CO2 machen als auch mit Faserlaser. Okay, sehr schön. So, mit dem CO2 muss halt wirklich nur die Elipsalschicht abtragen. Ja. Das Metall selber wird nicht freigelegt. Okay. Wenn ich es mit dem Faserlaser mache, kann ich das Gleiche erreichen. Wenn ich aber nicht aufpasse mit den Parametern, kann ich auch wirklich ins Aluminium rein, also das Aluminium in der Blank legen. Mhm. Das merkt man immer, wenn man jetzt zum Beispiel ein Anoxidationsmittel drauf macht, dann tut es mit dem Faserlaser, wenn es dahingehend gekennzeichnet wurde, fängt es an sich zu verfärben. Mit dem CO2 passiert da nichts, weil wir bleiben in der Keramikschicht, wo zwischen Eloxal und Aluminium ist. Und weiter geht es einfach. Okay. Wir spielen dann wieder eine Rolle, wenn es jetzt zum Beispiel ein Aluminium-Silber eloxiert, wenn Sie das gerne dunkel hätten. Das geht mit dem Faserlaser so ein Stück weit, so in ein dunkelgrau. Wenn man es aber tiefer schwarz oder annähernd schwarz haben will, dann müsste ich mit dem Oxidationsmittel arbeiten. Und dann ist es einfach so, dann funktioniert es halt mit dem Faserlaser, mit dem CO2 passiert halt gar nichts, da bleibt es weiß, die Kennzeichnung. Wahnsinn, oder? Hier ist jetzt ein bisschen Lackabtrag oder Pulverbeschichtung Abtrag, diese zwei hier. Da habe ich jetzt den Vorteil, gehe ich hier mit dem CO2-Laser ran, wird dieser Kunststoff, nichts anderes ist ja der Lack, im Prinzip abgebrannt bis zur metallischen Fläche. Da ich mit dem CO2-Laser dem Metall nichts anhaben kann, komme ich auch wirklich nicht rein. Also ich kann da eine ganze Weile drüber gravieren. Ich bleibe beim Edelstahl nicht hängen. Das ist der Vorteil, ich mache es dann danach sauber und kriege dann der Edelstahl drunter, bleibt halt blank. Das ist eigentlich das Schöne. Wie muss man dann so ein Werkstück nachbehandeln, wenn man das jetzt eben mit dem Laser bearbeitet? Da ist so ein bisschen Schmauch drauf. Ja. Also der Kunststoff wird abgesaugt, bis auf ein gewisser Rest. Und den muss ich mit einem Gehitter oder so einfach rein. Also das geht dann relativ gut. Okay, sehr schön. Das ist jetzt zum Beispiel was, wo man auch gerne mal mit zwei Durchgängen macht. Beim einen Mal löst man den Lack und beim zweiten Mal putzt man so ein bisschen nach. Ja. Dann habe ich nur noch außenrum ein bisschen Schmauch, den kann ich aber relativ einfach wegwischen. Okay. Können Sie auch gerne mal gucken. Man spürt es richtig, dass hier. Ja, das ist je nachdem, wie dick die Pulverbeschichtung ist. Die muss halt dann komplett weg. Jawohl. Sieht mega cool aus, gell? Habe auch Kunden, die Pulver beschichten. Oder eine Pulverbeschichtung im Prinzip haben, die vorher bei manchen Teilen relativ aufwendig abkleben mussten, die jetzt im Prinzip komplett pulvern und dann nur gewisse Bereiche dann später wieder, also keine Farbe sein, sondern wieder freilasern. Schau eine Möglichkeit, spare ich mir zum Teil das Abkleben. Okay. Jetzt haben wir jetzt hier gerade die typische Anwendung für uns eigentlich, die für uns eigentlich sehr interessant ist. Ja. Wenn man dieses Teil jetzt nachher positionieren möchte, oder wobei das sehen wir nachher in der Maschine, wie sie das dann aufnehmen. Ja. Genau. Das wird nämlich unspannend. Und das nächste ist, ich sehe hier relativ hohe Teile. Es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Bauarten von Bauformen her. Ja, wir haben ja verschiedene Größen. Da können wir auch noch hingehen. Und je nach Größe, was ich in der Maschine habe ich natürlich auch unterschiedliche Z-Verfahrwege. Diese Materialien sind jetzt hauptsächlich mit dem Galvo-Faserlaser gemacht worden. Nichtsdestotrotz kriege ich das auch auf den Flachbrett hin. Also, ich habe jetzt gut drauf. Okay.
Und das ist interessant da mit dem Fräswerkzeug. Wahnsinn, oder? Da kommen wir zur Idee, ja. Das ist jetzt so ein Galvo-Laser-System, also wo ich über ein kleines Beschriftungsfeld verfüge. Hier hinten Faserlaser, Galvo-Optik, der Strahl kommt hier raus. Wir können das auch mal kurz laufen lassen. Oh, das wäre cool. Dann wird der vom PC aus gesteuert. Das wird jetzt einfach, genau, PC gesteuert. Da wird ja quasi das Licht öfters gebrochen, oder? Bei den Lasern. Nee, ich zeige es Ihnen gleich. Okay. Wir machen mal einen Code als Beispiel, weil Sie das vorhin gesagt haben. Hier kann ich mir also aussuchen, was für eine Art Code ich haben will. Meistens sind es QR oder Data Matrix Code. Hier kann ich meinen Inhalt letzten Endes vergeben. Dann kriege ich den hier angezeigt. Sage jetzt noch, ich möchte das auf Edelstahl zum Beispiel gravieren, dann hat er die Parameter dazu. Dann sagen wir ihm noch, was wir haben wollen oder auf was für ein Material das wir machen wollen. Schutzfolie abziehen. Lege ich hier rein und sehen Sie hier zwei Punkte. Ich kann jetzt die Achse über diese Punkte hier, wenn die Punkte sich treffen, habe ich die Höhe eingestellt. Das ist zum schnell grob einstellen. Oder kann ich mir sagen, ich habe meine Materialstärke, er fährt es automatisch an. Ich zeige mir, lass mir das anzeigen hier mit dem Vorschaufeld. Das heißt, dieser kleine rote Punkt, wo man hier gesehen hat, der wird jetzt extrem schnell über diese Galvo-Spiegel gelenkt. Wenn Sie möchten, können Sie da mal unten reinfilmen. Das sieht man im Normalfall. So, dann kann man sich das anzeigen lassen, dann kann man das noch innerhalb des möglichen Beschriftungsfeldes verfahren, kann das auch noch groß und klein machen, das ist also relativ schnell, aber angenommen, es kriegt jetzt eine neue Werkzeugkiste, da soll sein Name drauf, aber mit unterschiedlichen Werkzeuge. Dann ist Quatsch, das jedes Mal auszumessen, dann lasse ich den Text an sich drin, lege das Teil rein, fahre die Höhe an, und macht die Größe einfach über das Plus-Minus hier. Das geht bedienermäßig relativ fix. Wenn mir das so passt, Klasse 2 heißt, ohne geschlossenen Deckel funktioniert eh nichts. Sage ich jawohl, Start, dann wird es gekennzeichnet. Und kommt dann letzten Endes. Oh, das war's schon. So aufs Material an, genau. Jetzt haben wir hier noch einen leichten Schmauch drauf auf dem Ganzen. Ein bisschen den Böden. Ja, das ist ein bisschen schneller. Oder was ich mit der Software auch machen kann. Wie kann ich jetzt noch sagen, war noch ein Putzrahmen dazu. Der kriegt jetzt einfach weniger Leistung. Er setzt sich jetzt automatisch um den Bereich, wo er nicht lasert. Das kann ich zwar einstellen, aber im Normalfall darum, wo er nicht gelasert wird. Und dann lassen wir es nochmal uns anzeigen, dass wir es nicht auf die gleiche Stelle machen. Dann kann man kurz das Licht ausmachen. So, jetzt macht das mit den gleichen Parametern, macht er die Kennzeichen und danach fährt er nochmal ganz leicht drüber und putzt den Code letzten Endes. Das ist echt genial. Jetzt kann aber in der Art einfach nur die Galvo-Laser-System. Gleicher Code, wie gesagt. Eigentlich gleich gereinigt. Wenn ich hier drüber wische, kriege ich mehr oder weniger den gleichen Effekt. Galvo-Lösungen gibt es auch in dem Bereich von Speedmarker, also eine größere Anlage in einer größeren Zelle. Hier dann mit der Option X-Achse und optional auch nochmal eine Y-Achse, dass mein Beschriftungsfeld einfach größer wird. Hier kann ich auch nach oben größere Teile einlegen. Ich habe eine Drehvorrichtung als Möglichkeit. Wir haben hier ein Micro auf unseren eigenen Sondermaschinen gebaut, die Gläserautomation, wo die Systeme da dann integriert werden.